Herr Busse, warum haben Sie die Rente der Jungen umgebracht? Na, das war so mehr Tötung auf Verlangen. Herr Busse, Bild am Sonntag, Süddeutsche Zeitung, Fokus, alle sind sich einig. Die Alten haben die Rente umgebracht, Sie sind Teil von den Alten, wollen Sie das leugnen? Wenn Sie gestehen, erlassen wir Ihnen die letzten Lebensjahre. Also die gehören eh schon nicht mehr mir, ich bin Kassenpatient. Und Sie werden immer älter. Ja, obwohl Sie wissen, dass das die Rente unbezahlbar macht. Herr Busse, warum sind Sie so viele und wir so wenige? Entschuldigen Sie, wir sind hier beim ZDF. Okay. Herr Busse. Lenken Sie nicht mit Fakten von unserer Meinung ab. Also, wo waren Sie vor 8 Jahren, sagen wir, gegen 14 Uhr? In Rente? Aha, sehr verdächtig. Ja. Sagt Ihnen dieses Schiff etwas? Das ist die AIDA. Sie wurden mehrfach an Bord gesehen. Ja, darauf habe ich gearbeitet. Ich bin da aufgetreten, um meine Rente aufzufrischen. Aha, gibt es dafür Zeugen? Das ist schwierig. Ne? Die einen leben nicht mehr und die anderen hielten mich für Rudi Carrell. Herr Busse, waren Sie 2013 wählen? Ja, selbstverständlich. Aha, bei dieser Wahl war ein Drittel der Wähler über 60 Jahre. Hat Ihre Generation damit nicht diese Wahl über Gebühr beeinflusst? Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Jungen nicht wählen gehen? Ist es nicht so, dass die Bundesregierung mit dem Rentenpaket Sie quasi für Ihre Stimme belohnen möchte? Sie wollen doch wohl nicht sagen, das ist eine Bestechung im Nachhinein, sowas wie die Pille danach. Mhm. Jetzt bin ich aber endgültig leid. Warum sitze ich hier eigentlich auf der Anklagebank? Was? Sie, wie viele Kinder haben Sie in die Welt gesetzt? Ich, das tut jetzt gar nichts zur Sache. Was das, also das, eins. Eins? Mit eins. 36? Sie haben es auch richtig krachen lassen. Ja, ne? Doch, ja. Und Sie? Was haben Sie denn so in die Rentenkasse eingezahlt? Das war... Nichts, keinen Cent. Der ist nämlich Anwalt und sind in so einer Anwaltskammer und er kriegt da so eine extra Vorsorge. Das ist jetzt lenken Sie mal nicht von den Fakten ab. Interpol hat ausgerechnet, Ihr Rentengeschenk kostet uns 160 Milliarden Euro. Ja, aber nur, wenn man es auf 15 Jahre hochrechnet. Ja, und? Aber das zahlen schließlich die Jungen. Nein, das zahlen alle Beitragszahler von 18 bis 65. Also zahlen es alle Arbeitnehmer? Nein, die Rentner zahlen es ja auch, weil sie kriegen ja weniger Rentenerhöhung. Sagen Sie mal, wo genau werden wir jetzt beschissen? Ich weiß nicht. Brauchen Sie mich noch? Sie! Sie bleiben so lange hier, bis Sie schuldig sind. Stopp! Wir müssen Ihnen was gestehen. Wir haben diesen Generationenkonflikt nur vorgespielt. Weil es einfach so viel Spaß macht. Schauen Sie doch an, das alte Wrack, ne? Und gegenüber der Jochen Busse. Und ist... Schauen Sie, wir mögen uns eigentlich sehr, sehr gerne. Und dieser Krieg der Generation, das ist nur eine Erfindung der Presse. Ich weiß, es ist schwer, sich von Meinungen zu verabschieden, bloß weil die Fakten nicht dazu stimmen. Aber es ist, schauen Sie, mir fällt es ja auch schwer, mich vom Generationenkonflikt zu verabschieden. Vor allem dann, wenn ich vor so einem Zebrastreifen stehe. Weißt du? Und dann so ein Rentner einem 56K-Modem gleich über die Straße schlurft. Dann sitzt so ein kleiner Fokusredakteur auf meiner rechten Schulter und sagt, tu es. Für die Rente. Ich tu es dann natürlich nicht. Meistens. Nein, wirklich, ich tu es nicht. Aber ich müsste es eigentlich tun. Wegen den Lohnnebenkosten. Hat man mir jedenfalls gesagt, Ende der 80er Jahre fing das an, oh Gott, die Lohnnebenkosten. Ich hatte als Jugendlicher mehr Angst vor den steigenden Lohnnebenkosten als vor einem Atomkrieg. Man hat ja auf uns eingeprügelt, die Alten, die leben viel zu lange. Nicht umsonst, Ende der 80er Jahre, einer der berühmtesten Filme hieß wie? Stirb langsam. Der Plot war ja klar, wenn die Rentenbeiträge steigen, dann steigen auch und explodieren die Lohnnebenkosten und eure Arbeitsplätze werden vaporisiert. Yippie-yay-yay, Schweinebacken. Aber kurz bevor uns die Rentner überrollen konnten, da hat die Politik das hier entdeckt. Die Rentenformel. Hier, guck, vielleicht, wenn es jemand lösen mag, jetzt... Richtig, da kommt null raus. Vollkommen richtig.
Und warum? Das liegt an diesen ganzen Faktoren hier, diesen Dämpfungsfaktoren. Damit hat die Politik die Rente, sagen wir mal, um 25% gesenkt. So, haben Sie den Aufschrei in der Bevölkerung gehört? Nein, deswegen heißen die auch Dämpfungsfaktoren. So. Meine Damen und Herren, da hat die Politik und alle, da haben sie die Rente, das war, glaube ich, die größte Rentenkürzung in der Geschichte von Deutschland. Warum hat man es gemacht? Aus Angst vor dem demografischen Wandel. Der demografische Wandel, das hat man ja immer gesagt, immer weniger Junge müssen immer mehr Ältere durchfüttern. Die Zahlen waren ja konkret, die Prognosen waren klar. Die jungen Leute, also die Jugendlichen, also der halbiert sich die Zahl der Rentner verdreifacht sich. Katastrophe. Das Schöne an der Katastrophe ist, die hat schon stattgefunden. Von 1900 bis ins Jahr 2000. Von 1900 bis ins Jahr 2000 hat sich die Zahl der Jugendlichen verdoppelt und die Zahl der Rentner verdreifacht. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Unsere Sozialsysteme ausgebaut und unseren Lebensstandard gesteigert. Sie werden fragen, wie ist das möglich? Die Wirtschaftskraft von Deutschland. Ich sage Ihnen das mal ganz kurz. Das hier ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland im Jahre 1950. So, das waren goldene Zeiten. Da mussten wir von diesem Kuchen nur 14% an die Rentner abgeben. So, heute müssen wir über 30% an die Rentner abgeben. Das wäre ein Problem, wenn wir glauben, dass der Kuchen immer gleich groß geblieben ist. Ist er nicht. Der Kuchen hat sich dank moderner Technik und meiner netten Assistentin hier... Das ist das Verhältnis, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, ist der Kuchen, den wir verteilen können. Ja, und trotzdem erzählen Sie uns immer, oh, wir müssen jetzt aber den Gürtel enger machen. Und jetzt sagen Sie zu Recht, ja, Moment, wenn so viel Kuchen da ist zum Verteilen, was ist da mit meiner Rente? Kleine Geschichte. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber, ja, der lädt jedes Jahr zur Geburtstagsparty ein. Und immer, jedes Jahr backt er einen immer größeren Kuchen. Und Sie kommen an und kriegen aber immer ein kleineres Stück. Und Sie fragen ihn, warum? Und er sagt zu Ihnen, aber weil wir sonst alle verhungern. Und deutet auf so einen alten Mann in der Ecke, dem nehmen Sie natürlich sofort das Kuchenstück weg, weil Sie haben ja Angst zu verhungern. Und vor lauter Generationenkonflikt mit diesem Rentner in der Ecke, kommen Sie gar nicht mehr dazu zu überlegen, wer in dieser Geschichte eigentlich am meisten vom Kuchen zurückbehalten hat. Der Arbeitgeber. Aber das dürfen Sie nicht so laut sagen, weil sonst kommt jemand und sagt, psst. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Dieser linken Spinnerbande hier, die immer meint, alles kritisch hinterfragen zu müssen, die Rentenformel, erklärt er Ihnen, ist der wahnsinnig geworden oder was, ist viel zu kompliziert. Damit sollen Sie sich überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich sage mal, zu viel Wissen ist auch eine Behinderung. Ja. Haben Sie eigentlich schon mal an Ihre Zukunft gedacht? Was? Vorsorge. Moment mal. Wie ist mit der Betriebsrente? Betriebsrente, was Sie da machen? Betriebsrente, die steht doch auch im neuen Koalitionsvertrag. Ja, 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 und Sie haben spannend, die große Chance, einer der Ersten zu sein. Komm, ich erkläre Ihnen das mal. Ist das der Wahnsinn? Wie machen wir das am besten? Vielleicht ein kleines Rollenspiel. Pass auf, Betriebsrente, Privatvorsorge. Herr Sieber, ich würde sagen, in so einem kleinen Spiel, Sie sind der Sparer. Ja, wie kommen Sie jetzt da drauf? Nur so geraten. Und Herr von Wagner, Sie sind der Staat. L'état c'est moi. Mutti bin ich. Wunderbar. Und Herr Busse ist Rentner. Also irgendwas muss an mir sein. Ja, aber Herr Busse, Sie sind nicht irgendein Rentner. Sie sind Herr Sieber in 40 Jahren. Mein Gott, ich habe mich aber echt nicht gut gehalten. Ne? Ist ja auch kein Wunder bei dem Ausgangsgesicht. Und dann... Was bin ich denn? Ja, Herr Uthoff, Sie sind der Betrieb und bieten ab jetzt eine Betriebsrente an. Kostet das was? Nee, kein Cent. Sie erlauben einfach nur mir, mit Ihren Mitarbeitern Verträge abschließen zu dürfen. Weil es über den Chef geht, wirkt das seriöser. Alles klar. So, machen wir mal anfangen, Herr Sieber. Ja? Was wollen Sie denn zurücklegen, alter Schwabe? Wie ich Sie kenne, würde ich mal sagen... Maximaler Betrag, oder? Das ist jetzt aber ein übles Klischee, du. Ja, ich kann nicht anders. Ja, Sieber, 4% vom Gehalt monatlich, 40 Jahre lang. Und jetzt kommt der Clou. Der Staat hilft auch noch mit. Ja, dank Mutti, da sparen Sie, also da zahlen Sie weniger Steuern und weniger Sozialabgaben. Herr Sieber, ist Ihnen nicht gut? Nein. Also fürs Alter vorsorgen und dann noch Steuern sparen, da kriege ich einen Orgasmus. Du. Aber es kommt noch besser. Ich packe auch noch was oben drauf. Und zwar Zins
Und Zinseszins. Ich halt's nicht aus, du. Sehen Sie, wie überlegen die Privatvorsorge? Ja. Ach, gucken Sie mal, Norbert Blüm. Oh, wo ist das denn? Wo? Ist der irgendwie... Ach, ist schon weg. Ach so. Oh, ja. Oh, beruhig. Ja. Pass mal. Ihr Geld, das arbeite ich jetzt für Sie. Also Leute, es ist soweit. Ja. Ich gehe jetzt in Rente. Ja. Alter, die Rente. Also das kommt mir denn doch ziemlich wenig vor. Das ist ja viel weniger, als ich einzahlt habe. Das täuscht aus der zeitlichen Distanz. Das immer so ein bisschen. Moment, das will ich mal in Zeitlupe sehen. Ja. Norbert Blüm! Halt, Herr Wumm! Herr Wumm, Sie nehmen ja von jedem monatlichen Beitrag 20% für sich selber in die eigene Tasche. Das ist Diebstahl! Ja. Nee. Das sind Provisionen und Gebühren. Und was ist mit den versprochenen Überschüssen? Ja. Das sind freiwillige Leistungen. Aber Sie haben es doch versprochen! Ja, das stimmt. Ich habe mich versprochen. Und was ist mit den garantierten Zinsen? Wie hoch sind die? Ja, die sind so um und bei Prozent. So. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das sind so ungefähr 1,5%. Was? 1,5%? Das langt ja nicht mal für Altersarmut. Oh. Das ist immer noch mehr, als ich hier habe. Als hätte da noch einer was weggenommen. Moment. Zeitlupe. Oh, Norbert Blüm! Moment mal. Frau Merkel? Ja. Frau Merkel, Sie stecken ja mit dem Bob unter einer Decke. Ach was? Die Rente muss eben besteuert werden. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie fördern die betriebliche Altersvorsorge. Ja, die Vorsorge schon, aber nicht die Rente. Sie greifen in den Klingelbeutel. Beim Rausgehen, Hauptsache, man hat gesehen, dass Sie vorher gespendet haben. Na, also das ist jetzt reine Polemik, aber absolut richtig, ja. So. Was soll das jetzt? Was ist das? Naja, das sind jetzt Beiträge, Krankenkasse, Pflegeversicherung. Die müssen Sie auch zahlen. Anteilig auch für Ihren Chef. Deswegen heißt sie auch Betriebsrente. Also das ist ja totaler Beschiss. Der Arbeitnehmer wird doppelt ausgenommen und der Arbeitgeber, ich fahre ihn raus. Da wäre ich doch mit der gesetzlichen Rente viel besser bedient gewesen. Das ist reine Polemik, aber absolut richtig. Ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wob. Ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Victoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Otthoff, Sie sind die Privatversicherung. So. Wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten. Indem Sie sich ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich, aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem, den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns. Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so,
Die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Gerhard Schröder. Ja. Meuter, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja? Der arbeitet doch für uns. Den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja, Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu ihm hin und sage, Maschi, Baby, du machst es mal in vielen Zeitungen der Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler. Er montiert den Lafontaine ab. Und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente nicht kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, so. Ja, da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA. Ja. Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen, das ist auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt auch bei der Ergo, ja, und bei der Victoria. Ja. Sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was? Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, ja, Herr von Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente. Verstehen Sie? Die Revolution kommt ins Rollen. Moment. Wir brauchen noch einen charismatischen Anführer für unsere Sache. Ja. Vielleicht jemanden, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja. Ich stets mache. Oh, super. Kommen Sie. Kommen Sie bitte. Ein Politiker als Revolutionsführer. Das ist doch irgendwie das Ende. Also, ich habe 20 Jahre, bin ich im Kabarett, habe ich auf die Fresse bekommen, wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück. Yeah. Das ist doch schlimmer als die Guillotine. Ach, nix Guillotine. Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Hey. Ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Hey. Habt ihr das nicht kapiert? Jawohl. Das stimmt ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott, die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5% ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung 20% und noch mehr. Pfui! Ihr müsst doch die ganzen Brücke-Kolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Pfui! Und jetzt sage ich noch was. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre. Die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreform, zwei Weltkriege. Das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Ihre Geschichte
ist die Geschichte gebrochener Versprechen. Nein!